Parasopocoelus hasterti moinieri von den Salomoneninseln muss ich heute auch kontrollieren, was mit den Larven geschehen ist. Ist 3 Monate her seit dem Substratwechsel. Ich habe auch hier, ähnlich wie bei Giraffa, habe ich die Tiere, von denen ich meinte, es seien Weibchen, in solche Boxen, 500 ml gebracht, und die größeren, von denen ich annehme, dass es eher Männchen sind, dann in solche Boxen. Manchmal hat man es ja relativ einfach zum sagen, ob es ein Männchen ist oder nicht, wenn man das Gewicht einfach betrachtet. Hier zum Beispiel bei der Box sehe ich, dass das Männchen hier am 3. März schon 30 Gramm war. Könnte also sein, dass wir hier bereits eine Puppe oder ein adultes Tier finden. Was auf jeden Fall klar ist bei diesen Tieren, wenn Sie sowas sehen hier, und da war am 3.5. eine Puppe drin, dann können Sie etwa erraten, was da passiert ist. Ja, da ist natürlich ein Tier abgehauen. Das ist aus der Puppe rausgekommen. Hat sich hier freigefressen durch Plastik hindurch, überhaupt kein Problem für die Mandibeln. Dieser Tiere ist das wirklich null Problemo. Wenn man hier diese Spuren sieht an diesem Plastik, welche diese feinen Risse da drin, das stammt von den messerscharfen Mandibelspitzen der Weibchen, die sich hier durch das Problemloch und das Plastik hindurch gefressen haben, und dann ist das Weibchen hier abgehauen. Also ich würde nicht erwarten, dass hier etwas drin ist. Das würde mich sehr überraschen, auch wenn das jetzt relativ kompakt da aussieht. Aber da erwarte ich jetzt nun nichts mehr. Ich meinte, das Weibchen ist wahrscheinlich definitiv abgehauen. Ja, sehen Sie, das ist nicht mehr da. Wo ist das? Irgendwo im Keller wahrscheinlich, da wo das Gefäß aufbewahrt wurde. Leider nicht gut genug, abgeschlossen. Und das ist vielleicht auch einer der Vorteile, nicht zu lang zu warten mit dem Herausnehmen der Tiere, sonst hauen die einfach ab und nachher ist es sehr schwierig, die wieder zu finden. Also besser mal zu checken, wenn sie noch inaktiv sind, dann kann man auch die Boxen nachher entsprechend vorbereiten. Ich wurde ja hier im Forum auch schon nicht gerade angeklagt, aber so ein bisschen darauf hingewiesen, dass man das doof findet, dass man Hirschkäfer aus den Puppenwiegen rausnimmt. Ich finde das nicht unbedingt doof. Das ist ja nicht Natur hier, was wir machen. Das ist eine Nachzucht. Und wir müssen versuchen, das Leben der Tiere möglichst zu schonen. Wenn so eine Puppe in einem eingestürzten Puppenwiege drin liegt, dann kann ich die retten, indem ich die rausnehme und eine künstliche Puppenwiege mache. Wenn ich die drin lasse und warte, dann stirbt sie ganz sicher den Erstickungstod hier im Substrat drin. Mal schauen, was das ist. Hier sieht es aus, das ist die Struktur einer Puppenwiege da. Wir werden mal schauen, ob da noch eine Puppe drin ist oder ob da bereits, ich würde sagen, da ist eine. Ich mache das jetzt ganz vorsichtig auf hier, um zu schauen, was da drin ist. Aha, da ist bereits ein erwachsenes Tier drin, das habe ich jetzt gesehen. Das war 17 Gramm. Am 3.5., das heißt, es war eigentlich noch recht schwer schon, diese Larve, 17 Gramm. Ich war mal schauen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Wow, ein schönes Männchen. Wow, mit der kompletten Puppenwiege hier drin. Wunderbarer Anblick. Asterti moinieri von den Salomoneninseln. Da haben wir nochmals ein ganz, ganz hübsches Männchen hier gefunden. Ich bin sehr froh, denn ich habe schon einige Weibchen, nicht nur die, die da bei mir im Keller irgendwo rumlaufen, als sie abgehauen sind, sondern auch solche, die ich vorzeitig dann gefunden habe und in Sicherheit gebracht habe, um dann mit diesen Männchen zusammenzubringen. Der ist noch nicht ganz fertig entwickelt, das sieht man hier an den hinteren Beinen, die da noch ein bisschen steif nach hinten schauen. Wir wollen den mal ganz kurz aber trotzdem nehmen hier und mal schauen, ob wir den da präsentieren können unter der Lupe. Sieht aber schön aus, von der Entwicklung her schon fast fertig. Der ist praktisch aktiv hier. Asterti moinieri. Ich habe in der englischen Page habe ich noch ein Männchen gefunden, das war sogar noch ein bisschen größer als das hier. Das ist 6,2 cm lang. Das ist nicht gerade riesig für ein solches Männchen, aber es ist eine sehr schöne Größe. Was werde ich machen? Ich werde nachher von dieser wunderschönen Puppenwiege dann auch mal noch ein Bild machen. Das ist wirklich einzigartig, wenn man auch hier diese Form sieht, dieses tonnenförmige Gewölbe, das da gebaut wird mit diesen hellen Streifen rund um eine dunkle Innerschicht, so in verschiedenen Schichten aufgebaute Puppenwiege von
Prosopocoilus aus der Timonieri in Kinchi hat das Tier hier gelebt, in dieser 500 Milliliter Bock. Wir werden es mal wägen, wie schwer das ist, einfach um zu wissen, wie schwer so ein frisch aufgeschlüpfter Käfer ist. Der ist 9,2 Gramm. Das ist also so schwer wie ein 10 cm langer Prosopocoilus, obwohl der viel kleiner ist. Die sind auch ganz kompakt gebaut. Man sieht das. Die sind mehr so ein bisschen Dorkus ähnlich gebaut. Kompakte, bullige Tiere mit kurzen, eher so ein bisschen gebogenen Mandibeln vorne. Sehr schöne Tiere. Die sind auch sehr beliebt in Japan. Deshalb denke ich, dass da viele japanische Freunde auch zuschauen werden bei diesem Video und sich mit mir freuen darüber, dass dieses Tier da so schön rausgekommen ist. Wir werden das jetzt mal zur Seite bringen. Das fliegt ganz sicher nicht weg, das ist noch viel zu inaktiv. Aber wir wollen mal noch schauen. Das wollten wir noch schauen. Diese große Box hier. Mal schauen, was da passiert ist. Ob wir da auch noch ein Tier sehen werden davon. Das sieht ein bisschen erdig aus, das Material hier. Ich hoffe, dass da nicht eine Puppenwiege oder sowas eingestürzt ist. Da ist eine Puppenwiege da. Ja, und die ist zwar nicht gerade richtig fest eingestürzt, aber es ist gut, dass wir jetzt dieses Tier hier rausholen, denn es ist schon bereits mit Erde bedeckt hinten. Und man sieht das vielleicht, diese Puppenwiege ist nicht so perfekt gebaut wie die andere von dem Tier. Da fehlt dieser Schutzring sozusagen rundherum. Wir werden das mal vorsichtig da öffnen. Da ist zwar ein Teil der Puppenwiege, ist zwar so gebaut, aber da von der Seite her scheint mir das schon ein bisschen aufgelöst. Wir werden das jetzt mal aufmachen da. Und diese Puppe, das ist natürlich von einem Männchen, da rausnehmen. Das ist jetzt die ist eingestürzt, diese Puppenwiege. Man sieht es von der vorderen Seite hier, kam da Erde rein. Der Teil ist eigentlich recht gut gebaut, aber da vorne scheint so wie eine Öffnung zu sein, wo dann Schmutz reingekommen ist. Und das werden wir jetzt natürlich für diese Larve das Problem hier lösen. Es gibt eigentlich wie zwei Wege. Wenn die Larve noch so relativ sauber aussieht wie da, dann mache ich eigentlich nicht so eine Rostkugel. Man muss die auch vorsichtig in die Hand nehmen. Das ist ja nur eigentlich eine noch, ja, das ist zwar schon ein bisschen entwickelt, das Tier. Man sieht das hier an dem schwarzen Punkt des Auges an. Ich werde das hier kurz mal ein bisschen den ärgsten Schmutz da, der da eingedrungen ist in die Puppenwiege, wegmachen. Das Tier bewegt sich jetzt auch aktiv. Das freut mich jeweils zu sehen, wenn eine Larve noch so lebt wie jetzt die hier. Da werden wir mal kurz auch noch das zeigen hier. Da sieht man auch wieder deutlich noch die noch unten vor den Körper geklappten Mandibeln, die dann später ausgebreitet werden. Und das Tier ist sicher jetzt größer als das andere gesehen, aber das ist als Puppe jetzt schon über 6 cm groß. Das heißt, wenn das jetzt sich da noch weiter vergrößert hier, indem das die Mandibel nach vorne klappt, dann wird das vielleicht über 7 cm lang, das Tier. Und das, für das werde ich jetzt diese Puppenwiege vorbereiten mit diesen Becherchen. Die Methode kennen Sie schon von meinen verschiedenen anderen Videos her. Dasselbe mache ich jetzt hier für dieses schöne große Tier. Und das muss schon eine echte Puppenwiege sein. Wenn das 6 cm ist, muss es wahrscheinlich etwas so groß sein, damit das Tier sich richtig entwickeln kann dann da drin. Ja, aber das mache ich dann in Ruhe nachher. Wollten wir noch was zeigen? Nein, ich glaube, wir haben für diesmal alles gezeigt. Das heißt, bei dieser Puppe hier, die da schon da liegt und wartet, werden wir sicher in 2 Monaten nachschauen, ob das Tier ausgeschlüpft ist. Und dann werden wir auch sehen, ob das gelungen ist mit dieser Puppenentwicklung hier und wie groß das Tier geworden ist. Danke fürs Zuschauen.